So, jetzt haben wir wieder im Bus Richtung Bahnhof Veilchenstadt und wir dachten uns. Da ist der Kahnwerk nochmal zu sehen. Genau. Da waren wir gerade gewesen darum. Und jetzt ist so eine extrem kurvige Strecke und ja, dachten wir uns, dann können wir mal einen kleinen Ausschnitt mit reinnehmen. Gut, jetzt gerade geht's noch, aber ab nach vorne dann geht der Spaß los. Wobei hier mit der Pflasterung, das ist auch schon nicht ganz ohne. Nee, das stimmt. Also das scheppert die ganze Zeit, ne? Dann immer so ein kurzer Abschnitt mit Asphalt. Das ist dann immer höchst ruhig und jetzt brettert das immer wieder so los. Ne? Also nee, schöne Kurve. Was durchlunchen. Und dann die nächste Kurve, naja, weil es so schön ist. Ja. Guten alten Zapetin, die sind halt schon was Feines. Und da sieht man nochmal. Hier hoch, Kalmberg und hier Wien City. Und wir fahren jetzt wieder rechts rum, sprich in Richtung City. Und ja, wunderschön. Erstmal eine wunderschöne Rechtskurve. Hier manchmal ist eine Linkskurve. Die nehmen wir noch mit. Oh ja, hier, ja, hier. Ich weiß ja, nicht hier an, eine Kurve. Wahnsinn. Nach Hause, ne? Die Kraft ist am Wirken. So, jetzt sind wir auch hier wieder in Wien selber. Genau, das Eingangsschild, das kommt dann mal drauf nehmen. Ja, der Beweis. Der ist in der Straße, Freunde der Sonne. Hier gucken Sie es an. Ja? S1. So, da hinten sind wir den Karlenberg sogar wieder. Da ist ein Schiff. Das ist uns. Nach Holstein, die werden immer am Flughafen. Ja. War nicht so an der Stadt vorbei, oder? Die S7? Ja. Also fährt das Ronny durch die Stadt zu? Ja, also die S7, die fährt dann am Rennweg, glaube ich, fahrt Richtung links weg und dann Richtung Flughafen und auf jeden Fall schön der Donau entlang und dann bis kurz vor Bratislava, aber weiter für das Gleis nicht. Achso, das war das, wo dann Streckenschluss war sozusagen. Ja, genau. Okay. Ja, jetzt neue Donau, ah, ja, das wird. So, Parallelfahrt mit der ÖBB. Wir sind einen Ticken schneller. Wahnsinn. Ja. Jetzt sind wir warten. Das ist eine coole Sache. Das fährt doch was. Ja genau, jetzt sind schon hier. Das ist das 1 in Flur. Achso, ja, der endet jetzt auch hier. Ja, schön, an der Kupplung. Mhm. Ah, oh, jetzt macht er sich. Da vorne. Der alte Schlawiner. Haben wir noch hier Modus, HDR. Dann nochmal anvisieren, Steuern halten. So ist das. 16.39 Uhr, also du hattest ja deine Uhr gestellt, oder? Ja, auf 5.30 Uhr. Und da war ich, genau, da war ich dann wach. Da dachte ich mir, das ist der Wecker. Und dann dachte ich mir, nee, das war die Uhr. Und dann bist du in dem Moment, ging aber hoch, da ist der Wecker los. Ja, aber ich mache immer so, dass Uhr und Wecker immer ein paar Minuten voneinander ist, dass hier alles auf einmal losgeht. Und wenn ich das erste ausdrücke, dann beim zweiten aber wachgerüttelt werde. Dann langsam weiter oder? Wohin? Ja, Richtung Praterstein wolltest du ja. Ah ja, stimmt, die Praterstein. Na, bis wir da sind, den nächsten Zug erwischen, kann es so grob 17 Uhr sein, dann können wir uns am Praterstein noch ein bisschen Zeit lassen, dann noch zum Hauptbahnhof. Hauptbahnhof, eine Runde was speisen und dann. Ja, genau, können wir auch machen. Dann müssen wir uns nicht so abhetzen zwischen Praterstein und. Und dann kommt D408 nach Moskva Belorusskaya.
Wir machen uns jetzt Richtung Hollerbrunn, nee, nicht Hollerbrunn, sondern Richtung... Nee, anderer Bahnsteig müssen wir. Wie ist das? Praterstamm und dann... Ja, also ja, dann wir anderer Bahnsteig gehen. Genau, erst mal rüber und dann... Was hat denn der da dran stehen? Was haben sie denn da dran gestickert? Irgendwie eine Werbung. Das ist irgendein Werbetriebwagen. Ja. Da kommt ein ganz seltenes Zug-Dingsbums, ein Desiro. Ein Desiro. Oh, Mensch. Das ist ja auch hochgradig beliebt unter den österreichischen Transportern. Anscheinend ist er, oder? Also ich finde die Dinger super, kann man nicht meckern. Ich mag sie eigentlich auch, die finden, schauen eigentlich ziemlich stylisch aus. Stylisch. Stylisch. Ne? Genau, na gut. Oh, Doppeltaxe. Da schwenken wir gleich mal noch eine Runde genau, mit bei der Kupplung. Genau, auch gleich damit. Jetzt machen wir den Zug an. So, wunderbar. Jetzt. Dieser Zug, S1, Wien Meidling, 1645, Nebengleis. S1, Wien Meidling, Kurzzug. 1648, also hier im 3-Minuten-Takt scheinbar, nee, das stimmt nicht ganz, aber hier im Abstand von 3 Minuten Zug, einfach mal derselbe Zug dann, ne? Also, Wahnsinn. So Meister, do we want to go in? Ja. Well, we have noch 2 minutes, approximately. Oh, I want to open the door. Because the old dirt linken are very... Die nächste S-Bahn kommt erst in den ganzen 10 Minuten, ja, was soll man denn hier? Wie bei den Tschechen IC waren, die Türen, die piepsen auch so kurz. Hm. Egal so schnell. Oh, ich stelle mich mal hier auf den. Ja, kann sein wie von der Bremse oder so. Riecht's alt. Nein, den Desiros riecht das so, oh, so nach Neuwagen, ja. Kommt aus so eine alte Mühle und hier. Ja, ja. Aber ich schon, wir werden hier die Fenster aufmachen können. Theoretisch. Moment. Ja, Tatsache. Aber wir vergleichen ja gern, ne? Mhm. Also. Dieser Triebwagen ist jetzt die österreichische Variante des 420. Genau. Und die Desiros sind meinetwegen... Die österreichische Variante von der Mittelrheinbahn. Genau. Was dann noch die 44er gehabt? Sind unsere 143er. Genau, solche Nahverkehrsplagen. Nee, sind keine Plagen, das ist jetzt böse. Aber auch solche, ja, Allrounder, ne? Kutschen Uhren rum. Der 42er könnte dann 142er sein, wobei das doch wieder ein bisschen, aber... Ach ja. Und die Taurus ist halt die Taurus. Ja, genau. Bevor ich mit dem Aufnahmen tätig hier. Ja, die nächsten Testaufnahmen machen. Hier immer schon mit Ladekabeln übrigens dran. Ja, das ist hier ganz raffiniert gemacht. Gehen mal um den Hals rum und dann hier rein. Genau, und da ist mein Power. Da ist die Energiequelle. Wir gestern komplett aufgebraucht haben. Was sehr ungewöhnlich ist, weil das Ding hat ganz Dänemark durchgehalten. 5 Tage, hä? Ja. Naja, Montag hin, Donnerstag zurück und dann Freitag, von Donnerstag auf Freitag noch eine. Übernachtung. So, jetzt geht's los. Es hat gedütet. Düt. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Wien-Meidling S-Bahn U6. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Hannes-Kee, S-Bahn U6. Die nächste S-Bahn ist ja auch erst um 17 Uhr gekommen, also nach 10 Minuten mitgekommen worden sein. Oh, Futur 2. Ja. Eine selten gebräuchliche Zeitform. Ja. Genau, aber hier schon die ganzen Gebäude in der Beleuchtungsphase. Wir müssen überhaupt, ob das Fenster erkennt. Ja, unscharf. Sieht man Staub und Tropfen. Der scheiße Flecken. Wie viele Kalorien hat Staub eigentlich? Staub. Wer weiß es? Wer weiß es? Staub. Nee, das heißt, wer weiß es? Keiner? Staub. Stimmt, und da kommt der Gegenzug. Ja, wer Little Britain kennt, wird das verstehen. Wie war das? Wie war das? Wie war das? Eine Handelscase. So, meine Lieben, sind wir hier noch einmal am Praterstamm. Und ja, BV macht jetzt mal eine kurze Besorgung in der Stadt, ungefähr eine halbe Stunde. Und ich habe mittlerweile abendliche Aufnahmen im Dunkeln am Praterstamm mal vorgeknüpft. Und ja, das passt da jetzt mit angegossen. Sprich, halbe Stunde. Genau, S-Bahn, Regionalexpress aufnehmen hier am Praterstand. Hier drüben sind wir auch im Prater. Ne? Also mit dem Riesenrad bin ich auch schon mal mitgefahren. Das ist aber. Wer pfeift da warum? Ne, alles klar. Nee, also im Prater. Ich war, Gott, wann war das? 2015 mal hier in Wien. Aber das hatte nichts mit Bahn zu tun. Und
genau. Da bin ich halt auch mal mit dem Riesenrad gefahren. Mega krass beeindruckt hat es mich jetzt, ne? Aber wir sehen ja, ihr seht ja, wie langsam sich das Ding dreht. Das dreht sich einfach die ganze Zeit so langsam, weil es ist ja ein relativ altes auch schon, ne? Dahinter gibt es noch ein neueres hier, aber das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen schneller unterwegs, aber eben dadurch, dass es hier ältere Technik ist, dreht sich das jetzt so exorbitant langsam. Hat man zwar länger was vom Blick, aber wenn man jetzt auf Geschwindigkeit steht, ist es nichts. Dann würde ich höchstwahrscheinlich eines dieser Objekte hier empfehlen. Ich weiß gar nicht, das wird wahrscheinlich so ein Tower sein oder ist es, wo man dann so runterfliegt oder ich weiß gar nicht. Also Prater, auch ein Spaß für sich. Das ist wahrscheinlich mal so eine Sache, die man sich mal wieder für den Sommer aufhält. Das macht wahrscheinlich auch dann mehr Laune, wenn es warm ist, weil ach, bei der Kälte sein, man sauft sich ihn an, sauft einfach mal Glühwein und Rum und irgendwelches anderes Gedöns. Ja, Eierlikör, Punsch und so ein Zeug, dann wird ihn schon schön warm von. Aber naja. Ja, hier meine L44 in etwas älterer Lackierung. Noch nicht mit ÖBB, sondern eben noch das hier. Coole Sache auf alle Fälle. Zug nach Snowmo. Und ja. Ich glaube, die stürzen gar nicht ab, oder ist das bloß so eine Besichtigung? Ja, ja, jetzt. Ah, sehr schön. Ich fühle mit denen. Hey. Ich gerade gesehen, jetzt steht es, glaube ich, gerade. Ne? Hier dieses Ding, das ist so eins, wo du dann wirklich nach oben fährst und dann dort oben drehst du dich dann. Was ist denn hier so blöde rum? Das macht mir total nasch. Oh Gott. Hier. Ist das mit der Oberleitung zu tun oder ist es vom Dach oder? Oh Gott, ein bisschen weg hier, weil ich kenne das mit der Oberleitung auf dem Kopf fliegt. Uiuiui. Oh, hey. Und alles gefunden? Ja. Wunderbar. Morgen again. Jo. Praterstand, was war alles gewesen? Ein bisschen S-Bahn. Ja, S-Bahn ist in den Chat, RDX vielleicht noch. Und das ja, also oder? Das Spannendste war eine L44, eine altlackierte, also keine ÖBB, sondern... Ach, die beigefarben, so rot-beige. Ich zeig sie dir dann mal, also so mit diesem alten Logo irgendwie noch drauf. An irgendeinem Zug nach Slowakei oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, das wäre noch interessant gewesen. Ja, aber sonst, ja, das ganze Standardzeug, ne? Ja. Aber trotzdem interessant hier ja. Im Dunkeln und ja. So, wir sind jetzt gerade eine Runde spachteln und ja, Sie haben jetzt 5 Sekunden zum Raten, wo wir sind. 5, 4, 3, 2, 1. Scheiße, es hat glaube ich schon dieses Piepen jetzt verraten. Ja, ja, ja. Oh, ich habe schon gehofft, dass es jetzt nicht kommt. Das ist so unfair, ja. Genau, ja, wir haben uns jetzt gedacht, schnell noch bei McDonald's was reinhauen. Weil wir ja gar nicht mehr so extrem viel Zeit haben und ja, in dem Sinne. Ja, genau 36 Minuten jetzt. Genau. So, privet, ihr Genossen. Jetzt haben wir also gleich DRV, Schnellzug für Reiseveranstaltung. Ja, Moskwa, Belaruskaya, über Przeslaw, Warschau, Tiraspol, Minsk und so weiter und so fort. Ne? 18:39 Abfahrt, also haben wir noch 36, kommt an. Ich habe aber nicht eine männliche Lache. Haha, Autos, haha, Burger, haha. Das klang gut. Genau, also ja, wir machen auf alle Fälle. Oh, ja! Schön, hast du gut gemacht. Nein, wir können nicht hinstellen, hier ist ein bisschen heller. Hier ist ein bisschen hier an. Hier, wir können aufnehmen, los zu schlafen nach Moskau. Ja. Hast du Wodka für Vorglühen dabei? Ja, genau, die Nocken mit Wodka bestimmt gemacht. Genau. Ach, mal 60% schon kommen, mein Gott, nicht mehr. Ey, naja. Zum Thema zufällige Gedankengänge. Was hast du für Gedankengänge? Ich habe mir gerade vorgestellt, wie diese russischen Nachtzugwagen hineingezogen werden, von Putin auf einem Bären leitend. Also, wie halt so ein Zug. Du so für Gedanken hast, Putin kommt da sehr oft drin vor, mein Lieber, das wollte ich dir bloß mal so sagen. Oh je. So, was kommt hier so, jetzt Schönes? Was für ein Zug ist das? Oh, ÖFB Werbeleitung. Dein Ernst? Ja, ja, Werbe. Das ist gut. Ja, guckst du. Los Zug, warum drüben? Ja, immerhin noch hier. Jo.
Und da kommt noch ein Trend rein, da fährt der Railjet los. Und zu guter Letzt habe ich noch Schnellzug für Reiseveranstalter. Reiseveranstalter? Ja. Habe ich Schnitzelzug für Reiseveranstalter gelesen. Ja, sind wir kaum in Wien, ne? Wie, oh hier, das ist auch eine schöne Kombination. Steuerwagen an Lok, faszinierend. Ein Güterzug durch den Hauptbahnhof, Wahnsinn, Wahnsinn. Kannst du was sein, Phänomen? Das ist nicht allstündlich. Ja, okay, also ja, wir haben gleich den russischen Wodka-Zug, nee, Schnitzelzug. Nach Wien Hauptbahnhof. Aber was mich noch interessieren würde, ist das hier ein planmäßiger Zug oder ist das hier so eine Art Sonderzug? Oder ob der irgendwie wöchentlich fährt oder sowas? Also, ich bin mir zu 99, leere Lok. Ach nee, das ist ein Güterzug, das ist echt überrascht. Oh, was ist das für schöne... Was ist denn hier für ein Güterweg auf einmal los? Faszinierend, wenn da gestern nichts, ja? Ja, ja, diese Tonleiter. Ey, das ist ja Containermischung, wa? So, ja. Mit Tankern drauf. Nee, also bei diesem Zug, ich bin mir zu Doppeltraktion Taurus 99% sicher, dass dieser Zug planmäßiger ist, aber halt bloß ein oder zweimal in der Woche fährt. Genau. Müssen wir dann mal an den Fahrplan gucken. Und in 4 Minuten müsst ihr kommen. Genauso planmäßig wie auch Überführungsfahrten planmäßig sind. Einmal pro Lebenszyklus der Erde. Da hören Sie bevor's männliche Lache. Genau, Abfahrt planmäßig 44, also plus 5. Aber naja, gut, naja, der kommt von Nizza, da kann sich schon ein bisschen Verspätung anhäufen. Das kann man gerade noch so entschuldigen. Und ja. So, ja, doch mit ÖBB Taurus, ne? Ja. Aber ja, durchaus gängiges Mittel hier. Bei ÖBB. Austria. Personenverkehr AG. Well, my friends, now we have the Wodka Express on the Speicherkarte. 59, schau mal, da ist eine nach Wiener Neustadt. 1859 ist in der Neustadt. Yes. Yes. Now we are going to leasing because before wants to make some Aufnahmen there on the evening. Stadtland and yes. There we can take with our Innenraum cards at something some nice Gedöns at the yes. Stadtland. Yes, genauly. And the restliche Nightzüge we have yesterday filmed and I have another idea. Another idea. I look into the Deutsche Bahn app and show in where the next leasing train is abfahren. Das ist eine deutsche Idee. Bratislava Petržalka, das ist schon eine Ansage. So, genau, uns haben sie gerade das Gehör weggeblasen. 1144 mit einem gut genauten TEF. Grüße ja. Nochmal eine Stelle zurück, ne? Schöner. Und ja. Gut genaunter. Ein schöner TEF? Ein schöner. Ein schön, gut genaunter. Ah, ja, jetzt du kommst hier wieder mit dem Schmilker-Prinzip und ich komme sofort wieder mit schöner, weil schöner Schmilker Elmtal. Ah, so. Ja, alles. Also ein schön, gut genaunter junger TF, der doch okay. Irgendwie so diese okay. Bewegung da mich fragend angeschaut hat und ich so nickend zu stimmend dann und dann ja. Und dann jo. Haben wir uns gefreut. Schöne Sache, auf alle ja. Fälle. Und ja, ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, sind wir in Leasing, ne? Ja. Weißt du, was ich mich frage? Hm? Eigentlich müssten wir hier noch ELL-Vectrons erwischen. ELL, was ist das? Bei European Leasing. Locomotive Leasing. Also eigentlich... Oh, sogar mir zu flach. Es will was heißen, wenn es sogar mir zu flach ist. Jetzt habe ich den Bogen überspannt, hä? Ach Mensch. Na gut, lassen wir uns. Gott, das ist schlimm. Ja, gut. So, gucken wir mal. Also wir haben zwar gerade beim McDonald's gegessen, aber ja, Sättigungsgefühl ist schon weg. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, wir essen jetzt jeder noch etwas Tempo-Taschentücher. Weil wir erinnern uns, Tempo gleich Zellulose, Zellulose gleich Ballaststoffe. Und von Ballaststoffen wirst du satt. Und das für 1 Euro kann man durchaus machen. So, hier noch einmal Haupteingang des Wiener Hauptbahnhofs. Wir haben jetzt
noch, also ja, 60, 70, 80 Minuten, bis unser Zug losfährt, um 22.02 Uhr. Nur noch 80 Minuten, okay, ich dachte, es wäre noch ein bisschen mehr. Okay. Ja, um 22.02 Uhr, also in 32 Minuten ungefähr, kommt der Eurosicht 1,50 von Ljubljana. Spricht sich sehr schön aus. Den würden wir uns nochmal holen, weil das sind ja slowenische Wagen und die hat man ja auch nicht alle Tage. Und ja, wahrscheinlich doch, aber halt in Deutschland nicht. Ja, genau. So, also hier nochmal das Logo von der ÖBB. Leuchtend rot hier. Mhm. Wunderbar. Ja. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt doch ein perfektes, hier ist auch nochmal ÖBB, ne? Wir haben ja ihren Sitz hier. Das ist, glaube ich, hier der ÖBB Tower, so wie Berlin-Potsdamer Platz, bloß auf ÖBB. Auf Wienerisch. Joa. So, Eurocity 150 von Ljubljana, hier mit einem ÖBB Liegewagen. Ganz interessant, aber das Ausrangieren sparen wir uns, weil wir gerade gesehen haben, dass am Rex nach Bratislava zweimal Herkules hängt, ne? Und 2016, genau. Und ja, der fährt 2016 los, da laufen wir jetzt gemütlich rüber und ja, gucken uns den mal an. Manfred, sind wir gestern schon gefahren. Lustiges Gefährt. Bisschen so wie tschechische Triebwagen hier, die Brotbüchse. Das ist unser Zug. Dezent zeitig, aber mit einer schönen Werbelok. Ja, können wir vorhin nochmal aufnehmen. Das war wohl eine andere als bei der Hinfahrt. Ja, ja. So, kommen wir da hinten auch rum, ja, ne? Ja, gleich ist 8 Holz noch angekündigt. Das heißt, man kann sich schon mal reinsetzen. Ja. Was sind denn hier unsere Waggons? Ganz vorne der erste. Kleine erste ist das. Das ist der einzige Sitzwagen, glaube ich, ne? Wir sind ja bloß 3 Wagen bis bei denen. Der Rest ist alles Warschau. Und Krakau. Nee, Krakau auch. Doch. Polen halt. Ich wollte gerade sagen, wir sollten langsam mal rübergehen, bis der Zug bereit gestanden hat. Und Justin Dimmel kommt. Und da kommt der Durchfahrtzug. Ja. Schöner, mit einer schönen Werbe 380 wieder dran. So macht das Fahren auch gleich Spaß. Ist ja Abfahrt in einer halben Stunde, aber dass der trotzdem schon bereit steht, ja, Gleise frei und so, ne? Und ja, wir gehen jetzt sozusagen rüber und schauen uns mal diese Lok im Detail an. Die sieht ja doch relativ bunt aus. Ja, die schaut echt gut aus. Und was ist das jetzt hier? Das ist ein ankommender Railjet, glaube ich. Gut, dann machen wir so im Vorbeigehen. Ganz gechillt. Diese schön glänzenden Wände und noch diese durchaus ansehnlichen Treppen. Ja, schönes Grün hier. Ja. Ja, Mensch. Ha, Turbo. Genau. Da ist hier was noch schöner. Ein schönes Schnüggi. Und hier die Wagen 276 Tür kaputt. Na, das geht doch schon gut los. Aber nee, ist trotzdem offen. Das ist schon schwamm. Also, das Wagen. Also, wir fahren halt mit offener Tür. Das ist auch schön. Ach nee, das ist bloß ein Offenglauber, der ist abgekratzt. Nee, haben sie nicht mehr mitbekommen. Ja, das sind die Ungarn, ne? Ja, meine. Die Tür sind da halt. Unbenutzbar-Schild, unbenutzbar. Bitte Türen benutzen. Ja. So, hier die 380. Nennen Sie bitte die Nummer. Was ist das hier? 011. Ja, hervorragend. Was möchten Sie uns zeigen? Nostalgie. 170 Jahre Bahn von Olomouc nach Praha. Ja, schon hier ist das in der Markt. So eine Traditionsbahn hier wahrscheinlich. Nostalgie von der Chede. Sehr, sehr, sehr schön. So, dass die Zeit zulässt, haben wir uns hier nochmal auf die andere Seite gegeben. Sieht eigentlich genauso aus wie die andere Seite. Aber ja, also mal aus der Perspektive ist das natürlich auch nochmal ganz interessant. Genau, da gehen wir einfach mal an die Front und schauen uns das mal an. Hier eine schöne Dampflok. Schön cool. Und Lok AD. In einem Fahrstuhl im Hauptbahnhof Wien für 21 Personen. Schon gesagt, also ich will mal 21 Personen hier drinnen sehen. Ja. Das ja, 2 mal 7. Hier schau, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, gut, okay, aber das ist dann doch schon eine Grenze. Wobei, man könnte noch ein bisschen aufeinander stapeln, also oben noch so. Genau, noch so ein bisschen kleiner mit so einem. Neue Smart-Mini-Spieler. Genau. TV macht auf ein, zwei Seiten Aufnahmen. Ich gehe schon mal im Abteil, also in den Wagen rein und suche unser Abteil. Gut geheizt, selbst. Gehen wir hier mal so.
6. Oh ja, für den Fall, dass er nach Budapest fährt. Ach. Ja. Ach nee, hier gibt es jetzt sogar mal einen Service. Das ist was für der Hinfahrt, ne? Sehr schön. Sehr schön. Gut, wir haben das Abteil auch für uns, also können wir dann auch eine Runde schlafen, weil Schlaf ist doch ein wenig kurz gekommen. In der ersten Nacht haben wir, also BV hat ein bisschen im Zug geschlafen, ich eher nicht so. Ich war dann doch viel wach, auch gerade durch Chesnaff und da ein paar interessante Sachen aufgenommen. Ja gut, die Nacht, jetzt vor der Nacht haben wir eigentlich ganz gut geschlafen, weil wir ziemlich erschöpft waren, aber es war halt doch nicht so viel Schlaf, dass man sagt, okay, man ist jetzt topfit. Und ja, wir müssen morgen bitte wieder bei Zeiten ran, wo es schaffen, sag ich doch bloß. Und ja, von daher, ich werde auf alle Fälle bis Chesnaff noch aktiv bleiben, dann auch Chesnaff macht eben unsere Angelbewegung aufnehmen, oder so ein bisschen was aufnehmen, je nachdem. Und dann ist, ja, vielleicht auch ein bisschen Schicht im Schacht, so bis Prag so gegen 4 und dann gibt es auch noch die eine oder andere interessante Regimebewegung. Entschuldigung. Und ja. Genau, aber ich würde mal sagen, ich werde mal meine Dönse abladen. Genau, und los geht's pünktlich hier nochmal schön mit einer Railjet. Was war das jetzt genau für eine Railjet-Garnitur? Ski-Aus-Railjet. Okay. Dann machen wir mal zu, dass hier keine auf. Wir machen jetzt Feierabend, genau. Weil wir haben wirklich hier schön die beiden Plätze, können wir uns dann schön lang machen. Und alle anderen sind noch reserviert, also. Jo. Das sind Judas. So, oder? Na dann. Auf geht's aus der schönen Stadt. Auf eine gute Heimfahrt, ne? Wir kommen gerne wieder. Was schlecht ist, dort mal einer, das ist bloß Talent. Ja, so ein Talent. So. Würde ich mal sagen, jetzt hier Kurs und News von der Fahrt jetzt aufnehmen, bringt jetzt nicht so viel. Es sei denn, wir wollten irgendwas kurz sagen, aber jetzt so landschaftstechnisch, das hält man sich mal eher vom Sommer auf, wenn man das sieht. Und ja, in dem Sinne machen wir uns erstmal bequem, oder? Genau. Okay. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im tschechischen Grenzbahnhof Přeslav, auch Lundenburg genannt. Und wir haben hier, ja, es tischt ein bisschen, aber das. Ja, es brennt doch ganz schön stark, jawohl. Ja, von der Zeilwagen da hinten, wenn wir hier ausschauen. Was? Das ist Polizeiauto da. Ach ja, ja genau. Ja, hat man auch mal einen tschechischen Polizeiwagen gesehen. Ja. Kann man das auch von der Liste streichen? Und genau, ja. Genau, hinzugefügt und schon gestrichen. Genau, also wir haben wieder zu und. Ja, planen sieht aus, 23.49 haben wir es jetzt hoch. Ich kann dann mal nachprüfen, ob wir die Minuten genau. Wir sind sogar 4 Minuten zu zeitig, oh schön. Und ja, 0.24 Uhr geht es weiter. Also jetzt kommt noch die Kurswagengruppe aus Budapest, Keleti. Die sitzt an uns noch dran, docken. Den Krakauer Part werden sie, glaube ich, abhängen. Der fährt dann irgendwie separat weiter. Und dann geht es weiter noch. Mit Zwischenhalt in Brno für 20 Minuten, Pardubice 10 Minuten, Prag halbe Stunde. Da hängen sie dann den Warschauer ab und dann, naja, Usti 2 Minuten. So, genau, ja, das war jetzt die, ja, jetzt mal, routinemäßige Grenzkontrolle. Alles in Ordnung, uns lassen sie durch, freut mich. Und ja, wo bin ich jetzt hingehen beim Fahrtverlauf? Genau, Usti in der Klappe 2 Minuten, Dečín 5 Minuten Aufenthalt, Batschanow fahren wir ja durch. Und Dresden dann, ja, steigen wir eh aus. Dann ist wieder Lokwechsel. Also in Prag ist nochmal Lokwechsel. In Dresden ja dann auch auf die deutsche Lok und ja. Na klar. Deutsche Lok? Na, was denn?
die Knödel fertig, das Ding ist durch. Achso, in Dresden, ich war jetzt gedanklich in Prag. Achso, nee, Prag ist dann Knödel und Dresden na, ist ja, 101. Genau, so ist das. Oder Testvektor. Oder Testvektor. Oh, das wäre natürlich geil, ne? Aber alleine. Oh, jetzt wirst du aber gehatet. Du hast gesagt, du findest das cool. Testvektor, ich finde die gut. Ich finde die super. Aber ich liebe ja Knödel über alles. Ja, das ist so meine Favorite-Baureihe heimlich. Aber ich muss sagen, ja, es ist zeitgemäß durchaus akzeptabel, dass die Dinger ersetzt werden. Und ich finde es gut, dass es Vectron ist. Der Vectron ist eine Baureihe, die ich eigentlich ganz gut mag und für den man eigentlich auch eine sehr gute Resonanz hat. Kann man das zeigen? Ja. Ich muss mal fokussieren hier, warte mal. Das ist noch unscharf. Oh ja, oh ja, jetzt. Also ich persönlich mag es. Siehst du? Ja, das ist es, meine lieben Freunde. Also. Gut, ich weiß, läuft die Schnelle gar nicht, was los ist. Wir sind jetzt in Czesław, ne? Und hier kommt eigentlich jetzt noch der Teil von Budapest. Und Krakau wird abgekoppelt. Halbe Stunde Aufenthalt, 0:24 geht es weiter. Aber die Lok ist noch dran, schätze ich mal, es wird doch so bleiben, weil die. Genau, hier müssen wir ein bisschen rum. Wahrscheinlich dann bloß so der hintere Part. Krakau ist ja hinten. Ah, wir setzen ein Stück zurück. So, kleine Info: also, ja, tschechischer Schaffung kommt auch gerade durch. Und es ist gerade mal, wie steht, 0:04? Ja, 0:04, genau. Normalerweise sollten wir eigentlich 0:24 losfahren, aber wir fahren jetzt auch wirklich los und wir sind auch in einer richtigen Kurswagengruppe. Also, ich schätze mal, das Rangieren ging relativ flott und sagen Sie sich, wir müssen noch 20 Minuten warten. Fahren wir mal los. Ich gehe eigentlich wirklich davon aus, dass ihr für die Warschauer Kurswagen bestimmt das Außerding hängt noch bei uns dran. Die Warschauer sind bei uns noch dran. Okay, dann die Krakauer haben es abgekoppelt. Ah, guck mal, hier steht die andere. Die andere 103, 380, so ist es richtig, ja. Mit diesem ganzen Angedönse. Oh, 103, das wäre interessant. Ich kann das, genau. Ich zeig das aber ganz mal flott, dass ich wirklich 0:24 da gescreenshottet habe. Genau hier, gucken Sie an, haben wir das? Wien Hauptbahnhof, ab 20:50 war klar. Czesław Ankunft 23:49 und 0:24 Abfahrt und wir haben es. Und wir stehen wieder. Und ich schätze mal, das war noch nicht die endgültige Abfahrt, aber da ist er relativ flott gefahren, ist gerade. Also, da kommen wir mal schnell. Das nennst du dann Schiff vor Deutschlands. Deutschlands vor allem. Ja. Ja. Okay, ich schätze mal, wir machen doch noch ein kleines Rangierilein. Oh, jetzt rumst du ja ganz schön, ne? Jetzt werden wir wieder zurückgeschoben. Ach so, also genau, da ist der andere jetzt auch nicht komplett losgefahren, da ist der auch bloß bis vorgefahren. Und jetzt ist der bestimmt, oder jetzt muss der ja sozusagen zurück sein. Vielleicht hat er jetzt unsere Kursmann-Gruppe aus Budapest mit abgestellt. Ja, wir koppeln an den anderen Teil an, der noch nach uns eingefahren ist. Genau, wir koppeln jetzt, also wir nehmen sozusagen den Berlin-Warschau und Warschau, was geht's auch nicht, Budapest-Warschau. Und Budapest-Berlin auf und wir geben die Krakauer ab. So. Und die Krakauer nimmt der andere dann auf und fährt dann das Sammelpack weiter, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, das ist eine Weiche, glaube ich, fahren, oder? Jo. Richtig. Ja, Weiche zurück. Jo. ENL-Vectron. Ne, siehst du? Zwar nicht in Leasing, aber. Den Zug habe ich aus dem. Oh, ist ja cool. Mark Hegger RE ausgesehen, als du auf der Lücke warst. Echt? Ja, mit dem haben wir uns eine fast Parallelfahrt geliefert, bloß war der viel schneller als wir, weil wir mussten noch ums Eck lang gucken. Okay. Ja, weil stimmt, es war diese INL-Lok und dann noch irgendwas Schwarzes, aber ich habe das Schwarze nicht erkannt. Okay, also 189 sozusagen war das jetzt. Ja. So, hier ist jetzt der andere, die Nicht-Werbe 380, die langweilige Variante der ganzen Sache. Hier ist der Panther Uzum auf dem Gleis hier. Na, ja, oder da ist der Bahnsteig jetzt, links von uns. Jo. Ah, da ist der 80 und da haben wir hier die 380 Nummer. Ja, mich dort. Was ist das für eine Nummer hier? Nö. 19. Faszinierend. Genau, ja. Durchaus auch nicht schlecht. Und hier haben wir sozusagen, was ist das hier für eine Kursmann-Gruppe? Können wir da mal ranzoomen.
Slowakei. Ich muss fast für nächstes Mal merken, wenn wir dann so die Rangierfahrten mal von außen vielleicht anschauen, aber das war mir doch noch zu heikel. Jo, müssen wir mal ein bisschen schauen, wie das Ganze abläuft. Von daher ist es schon mal ganz gut, wenn wir uns das so mal angucken. Mhm. Hier steht nicht mehr nirgends. Ach doch, hier steht was. Moment. Budapest, Kiliti, Krakow, Glovny. Genau. Mhm. Das ist der Chopin, oder wie man das jetzt ausspricht. Also, so heißt er ja, der BN. Richtig mal. Das ist der Chopin auch, ja. Grenzpolizei, oder? Das ist das Personal. Er ist ja, die ist Cops. Nee, sind ja keine Cops, sind ja private. Oder private Security sozusagen. Mhm. Wir rollen noch ein Stück. Aber diesmal werden wir auch arrangiert, ne? Also ja. Die 2 Stunden hier waren, das war wirklich langweilig. Was ist, ich hab's verschlafen. Du hast verschlafen. Was die Zugbewegung anging, also wir haben ja, stand wirklich nur rum, ja. Und ja, jetzt bewegen wir uns ein bisschen. Und würden wir sagen, melden wir uns gleich nochmal, falls es, oder wenn es hier mit irgendeiner Bewegung, irgendeines Zuges irgendwie weitergeht. Hier gerade der Hund, wir wollten schon mal rausgehen, mal streicheln. Oder mal, ja genau, mal Sitz oder gib mal Pfötchen oder sowas. Dann mach mal rau in die Kamera. Mach mal rau in die Kamera, genau. Hol das Stückchen! Das Stückchen, genau. Streichelt die denn? Streichelt die Schaffnerin den Hund jetzt ernsthaft? Das ist ja witzig. Zufrieden mit der Aufnahme? Ja, sehr, also man hört den Sound richtig gut. Cool. Ich würde dir empfehlen, das dann mal in Paulowitz oder Brünn auch nochmal zu machen. Okay. Und wie war das? Halbe Stunde Fahrt? Und dann halbe Stunde jetzt bis Brünn. Ungefähr, ja. Okay. Mach mal. Okay. Auch noch den. Das Makrofon gerade drauf, da kann man gut. Doppelhupe. Ah. Das schaut ja, man gar nicht so, weil das ist echt nicht. Weil es ist bei Berlin-Warschau Express mit 183, also Taurus, also mit der 1216 halt sozusagen. Polen hupen die ja auch wie die Irren. Und ja. Das hörst du einfach nicht den ganzen Zug. Und wenn du da direkt. Aha. Hier, guck mal, hier. Lokotrain, Vectron. Ah, was? Und wenn du da hinter der Lok stehst und da hupt, da erschrickst du sowas von, das ist Wahnsinn, das ist extrem laut. Mhm. Aber mit der Lok ist das übelst moderat. So, jetzt sind wir also in Brno, Lafnerdrasche angekommen. Mit, naja, siehst du, 2 Minuten Verspätung, das kann man noch gar nicht als Verspätung zählen. Hm. Das ist alles im Brno Reich, E11 geht's weiter. Drüben haben wir einen RE, oder, naja, EX von der Zugkarton hier, ich weiß nicht, was das ist, ich schätze einfach mal RE von. Prag. Ja, wird jetzt auch wieder drum gestellt, oder? Ne, glaube nicht. Also, gut, das würde zwar die relativ lange Standzeit erklären, aber hat der nicht gerade ein Stück zurückgesetzt? Kam mir so vor, oder? Ich weiß nicht, gerade gar nicht. Was ist jetzt planmäßig einfach vielleicht Lokführer wechseln oder sowas? Hm. Naja. Wobei, es hat gerade. Seit dem Film, ne? Hm? Kurz noch die N380er einzeln. Psst. Ja, Gott, ist doch viel mehr los als erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Brünn jetzt auf den Wörter einsteigen. Na ja, gut, bei der Hinfahrt ist es ja doch relativ klar, dass da früh so 4 Kinder hier einsteigt. Oder früh so 3. Aber ja gut, jetzt bis Berlin hoch ist es ja doch relativ rentabel. So, also die. Also die 380-16 hier, die haben wir in Brno bekommen, die hat dann die 011 abgelöst, also die 380 und 380 abgelöst, das war gut. Jetzt sind wir in Prag, das ist 3 von 4, sind zeitlich gut. Ich weiß gar nicht, wie rum wir jetzt stehen, es kann nur sein, dass wir jetzt Fahrtrichtungswechsel machen, dass wir jetzt anders gefahren sind wie bei der Hinfahrt, weil da haben wir keinen Fahrtrichtungswechsel gemacht. Aber ich vermute es bald, weil ja hier wirklich so keine Grünbrücke zu sehen ist, damit es ja auch unbekannt vorkommt. Lassen wir uns mal überraschen. So, jetzt sind wir wieder auf deutschen Seite. Personalwechsel in Bajan auch immer gemacht. Und ja, jetzt fahren wir noch knapp eine halbe Stunde.
bis wir dann in Dresden sind. Sind beide noch ein bisschen müde, wa? Mhm. Aber ja. Am Park war der Wagen auch wieder frei, zumindest unser Abteil. Ja. Also, wir sind jetzt hier noch ganz gut schlafen können, die ungefähr anderthalb Stunden. Genau. Und ja, praktisch mal unerwarteterweise dieser Fahrtrichtungswechsel, was aber dahin noch nicht der Fall war. Mhm. Sprich, wir sind jetzt am Zugende und Knödel ist ganz vorne. Und frühmorgendliche Elbtal ist, ja, sieht man eigentlich oben dichter. Und du brauchst halt der Königsteiner Bahnhof. Okay, sehr gleich. Das ist noch was für eine Festung. Ich glaube, das ist die Bahnhof, die ist weit oben. Ah, die Elbe ist ja noch nichts. Naja, kurz mal. Jo, pünktlich 6.27 Euro Euronet für 76 von Budapest Galilei. Ja, hier steht jetzt bitte nicht einsteigen. Ganz einfach, weil ja, jetzt hier in Dresden soll Kinder mal in den Nachtzug nach Berlin einsteigen. Also Fazit der Reise, es hat auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht. Ja, Speicherkarte ist mal wieder fast voll. Was waren das, so 5, 6, 7 Minuten freigeben können durch Dateien, die ich löschen konnte, die ich bereits gesichert und veröffentlicht habe. Genau, die Budapester Bank. Ja, also auf alle Fälle wieder demnächst viele Sachen, die da erscheinen werden, sowohl Bild- als auch videotechnisch. Und ja, im Sommer könnte man das ja durchaus nochmal machen. Ne? Auf jeden Fall. Weil es gibt noch mehr als genug Stationen und mehr als genug Stadt zu erkunden. Ja. Und ja, mit dem mittlerweile, oh Gott, dritten Lokwechsel. Ja. Und noch 107. Das war eine Leute aufwecken. Ja, ja. Gerne, habt ihr mit Schwung heute? Guten Morgen. Hast du alle gesehen? Ja. Ja, also wir sind ja in Wien losgefahren mit 380.011, ne, dieser Werbelok für irgendeine Strecke da. Ich weiß gar nicht mehr, wie das für eine Strecke war. Ohumutsch, auf gut Tschechisch, Prag. Dann in Brno haben sie auf die 380.016 gewechselt und in Dings haben sie auf die Knödelpresse in Prag, auf die, ich glaube, das ist die 03. Aber ich bin mir ganz sicher. Und jetzt noch Berlin auf 101.007. Aha. Richtig. Das ist echt viel kälter als in Wien. Gut, jetzt fällt mir schon auf. Aber auch aus dem warmen, aus dem warmen Zug raus und dann dieser Wechsel ins Kalte, das ist schon sportlich. Ich kann doch sagen, das ist die. Oh Gott, jetzt war das Licht wieder aus. Ich glaube, das war die 3. Die 3 ist es. Aha. Oder? Ja, Diana. Die alte Maus. So. Versuche halbwegs still zu halten, obwohl kalt. Also die Lok haben sie wirklich auf Hochglanz poliert, ne? Das ist Wahnsinn. Na, gelb. Gucken, ob es noch grün wird. Auch gleich. Ja. Jo, wunderbar. Und alle Türen zu. Stücke noch zum Bus. Jo, ist gut. Und Feuer frei. Budapester Sitzwagen, Budapester Schlafwagen, dann Budapester Liegewagen,
und der Wiener Liegewagen, der Wiener Schlafwagen und zuletzt der Wiener Sitzwagen. So, wo wir drin waren, genau. Und rum das Ganze. Dann dürfte es jetzt auch so weit mit dem Wiener gewesen sein, oder? Genau, mit diesem Schlusslicht hier würden wir die ganze Sache auch beenden. Wie schon gesagt, sehr schöne Tour gewesen. Mal schauen, wie das jetzt mit den Videos wird. Da sind nämlich diverse Filmstellen und diverse Züge, diverse Gigabyte verballert und ja, genau. Du hast ja gesagt, du hast einige Aufnahmen schon gemacht an einigen Stationen. Dann wirst du genau, jetzt sozusagen vervollständigen. Zum Beispiel, deswegen habe ich mich da ja mal kurz auch verabschieden können. Mhm. Sogar schon online, aber da kommt eh noch ein zweiter Teil mit einem Sonderzug irgendwann. Ah, ja. Und, Hauptbahnhof habe ich eigentlich auch schon einen Haufen aufgenommen, aber nicht so viele Werbeloks. Wie da jetzt am Samstag, was waren das? War noch mindestens 12, 13 Dinge oder so. Ja, ja. Okay, jetzt aber nicht nur am Hauptbahnhof, also auch allgemein. Na gut, da schauen wir mal. Wenn ich das jetzt sage, ist es eigentlich sinnlos, weil da, wenn ihr das jetzt hört, ist ja der Vlog, beziehungsweise sind die Vlogs ja online. Aber ja, mal schauen, wie viele Wien-Videos bis dahin rausgekommen sind. Da kommt der Kunst, sag schon, Bollywood. Den fährst du dann, oder? Ich schätze mal ja, genau. Ne? Sehr schön. Was? Genau, also wie gesagt, da schauen wir mal. Und bei mir kommt ja auf alle Fälle noch Sommerferienzeug, Herbstferienzeug und noch ein bisschen was aus Italien. Und bei dir ist ja auch alles immer quer aus dem Gemüsegarten sozusagen. Deutschland, Bayern, München, Sachsen, Dresden, Dänemark. Andere Ausländer, USA kommt jetzt auch ein bisschen was wieder. Ja, also. Und, vielleicht noch mal wieder jetzt was ganz exotisch: eine Trackmania Rennstrecke. Kann ich mich gar nicht besinnen. Also, ich weiß, dass du da irgendeine Playlist hast, ne? Aber ich habe das noch nie so richtig gesehen. Aber es ist schon ewig her, weil du dich ja eher auf Bahn spezialisiert hast. Aber die anderen Themenbereiche sind ja nicht abgeschafft von mir. Plus weniger Videos halt. Weniger frequentiert. Jo. Naja, da können wir mal gespannt sein. Ja. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Anschauen und ja, bis in einem der nächsten Vlogs. Ja. Sagen Elbtalbaner und Bergfelder, sagen tschüss. Jo, macht's gut.